hier in Duisburg, direkt an der Grenze zu Mülheim an der Ruhr, nahe der Sächsienplatte, beim Stadtteil Duisburg-Großenbaum, beginnt meine Reise oder mein kleiner Trip zu den drei verlassenen Bahnhöfen der RB37, die 2019 eingestellt wurde. Ich bin gespannt, was man sieht, ob es noch die Ruinen gibt und viel Spaß. Hier auf dieser Karte von der Sächsienplatte in Duisburg sieht man die ganzen Seen einmal abgebildet. Und was man auch sieht, der Endhaltepunkt Duisburg-Entenfang der Regionalbahn RB37. Ja. Diese Linie existiert gar nicht mehr, also Update bitte bei dieser Karte. Aber so nicht eine schöne thematische Karte von einem Naturparadies hier im Süden Duisburgs, der Stahlstadt Duisburg, kann man sagen. Oh, und ein ausgetrocknetes Flussbett hier auch noch von dem Dickelsbach. Auch spannend, was zur RB37 zu sagen ist. Diese Linie ist ganz witzig, aber dazu dann mehr in Entenfang. Da liegt der erste der drei Bahnhöfe. Duisburg-Entenfang, idyllisch gelegen, etwas östlich der Sächsienplatte, sich dort befindet. Und hier fährt der Güterverkehr lang. Selten, wirklich sehr selten, fahren manchmal hier auch bestimmte Umleitungen lang. Wenn mal die Strecke zwischen Düsseldorf und Duisburg, die normale Strecke beim Flughafen, irgendwie gesperrt ist oder ein Defekt ist. Und das hier ist Entenfang, der erste der drei. Ist das epic hier in Duisburg-Entenfang, der verlassene Bahnhof. Jetzt fahren hier halt nur noch die Güterzüge und hier stand er dann mal, der ehemalige RB37. Diese Linie begann hier in Duisburg-Entenfang und fuhr dann nur mit drei Stationen und dann die Endhaltestelle halt. Also die vierte Station war dann der Duisburger Hauptbahnhof. Was für eine verrückte Linie und auch für eine komische Linie. Hier sieht man immer noch die Relikte vom ehemaligen Bahnhof. Wunderschön. Da der Bahnhof erst 2019 stillgelegt wurde, oder diese gesamte Strecke, ist alles noch sehr schön intakt. Der Plan ist allerdings nicht mehr vorhanden. Bissingheim ist der nächste Spot in Duisburg. Hier direkt wieder an den Güterschienen. Duisburg-Bissingheim lebt, meine Freunde. Das hier ist der Bahnhof der RB37, der zweite verlassene. Eine wunderschöne Bank aus Holz. Ja, eine Lampe. Keine Ahnung, ob sie noch funktioniert. Aber ein wunderschönes blaues Schild, was noch aussieht wie neu, frisch aus der Fabrik. Duisburg-Bissingheim. Aber fahren wird hier keiner mehr. Kein einziger. Lost Place Duisburg. 47. So sieht übrigens dieser ganze Ort aus. Der Ort meiner Träume. Duisburg-Bissingheim Bahnhof. Der ehemaligen Strecke RB37. Hier haben wir noch Glas, was warum auch immer noch da ist. Wir haben sogar eine Infoschalter. Na, hier kann man dann Fragen stellen. Und ein Gedicht von einem unbekannten Interpreten. Und die wunderschönen Bänke, wo man doch jetzt am liebsten sitzen bleiben will. Und sogar noch eine Mülltonne mit Mülltüte. Ob hier noch die Müllabfuhr kommt oder sind das noch die Müllreste der vergangenen Jahre? Hier ist der letzte der drei verlassenen Duisburg-Wedau-Bahnhof, diesmal sogar mit Haus. Was für ein epic place. Auch hier wieder eine Ruine, aber absolut epic. Mal sehen, wie nah man rankommt. Was für ein epic place. Zerstörte Glasscheiben und eine wunderschöne, pittoreske Bahnhofshalle. Leider kann man nicht reingehen, es ist alles zu. Aber hier unten sieht man noch, wo sich der Bahnhof befindet.
Hier sehen wir, dass wir dort die Gleise haben und da ja die Unterstellhäuser. Hier ging man dann wahrscheinlich durch. Vielleicht war hier noch ein kleiner Shop oder so drin. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht miterlebt, wie es hier vor 2019 aussah. Aber es ist ein epic place. Und auch das Ende der RB37. Weil die nächste Station ist dann der Duisburger Hauptbahnhof. Der befindet sich dort hinten. Und das waren hier nur die drei verlassenen Bahnhöfe der RB37.